So, bei der Aufgabe 1a steht ja, erklären Sie alle Beobachtungen und die Funktionsweise des Indikators. Und Sie haben ja alle gesehen in dem Lernvideo, dass halt eben sich schon mit den ersten Tropfen eben eine Trübung gebildet hat. Und zwar ist es natürlich nichts anderes als das Silberchlorid. Das heißt, bei der Aufgabe 1a können wir bei der Reaktionsgleichung aufschreiben, Natriumchlorid reagiert mit dem Silbernitrat zum Silberchlorid und Natriumnitrat. Die eigentliche Reaktion findet nur zwischen den Chloridionen und den Silberionen statt. Das Natrium schaut nur zu, genauso wie das Nitrat. Das heißt, man kann diese Reaktionsgleichung gerne natürlich auch etwas einfacher schreiben und notieren: Chlorid Ionen reagieren mit den Silberionen zum schwerlöslichen Silberchlorid. Zum schwerlöslichen Silberchlorid. Ne? Weil in dieser Darstellung lässt man natürlich dann das Natriumnitrat weg. Anders als bei anderen Titrationen ist es hier so, dass schon mit dem ersten Tropfen eine Trübung eintritt. Und das würde man erwarten, dass sich der Umschlagpunkt dann nur schwer erkennen lässt. Allerdings, weil eben eine Trübung eintritt, eine zunehmende. Allerdings ist es nicht weiter tragisch, weil der Umschlagpunkt, der funktioniert eben nicht mit Hilfe dieses Silberchlorids, sondern beim Umschlagpunkt haben wir ja eben Kaliumchromat noch. Und deswegen können wir da auch eine Reaktionsgleichung formulieren. Umschlagpunkt oder Äquivalenzpunkt auch genannt. Da findet eine sehr ähnliche Reaktion statt. Und zwar, sobald kein Natriumchlorid mehr vorhanden ist, oder mit anderen Worten, sobald kein Chlorid mehr vorhanden ist, reagiert das weiter zugetropfte Silber mit einem anderen Bestandteil, den ich dazu gesetzt habe, nämlich mit dem Kaliumchromat. Und das gibt auch eine schwerlösliche Verbindung, das Silberchromat. Also am Umschlagpunkt findet folgende Reaktion statt. Also wir haben dann hier das Kaliumchromat, was man zugesetzt hat, die wenigen Kristalle und mit dem ersten Tropfen Überschuss sozusagen von dem Silbernitrat, für das kein Chlorid mehr zur Verfügung steht, kommt es eben zur Bildung von dem Silberchromat, auch eine schwerlösliche Verbindung, und zwar diesmal aber eine rotbraune Verbindung. So, und wenn man das in dieser Schreibweise notiert, muss ich auch hier wieder Kaliumnitrat dazu schreiben. Kaliumnitrat. So, jetzt müssen wir noch kurz nach den Koeffizienten schauen. Beim Kaliumchromat hat K2CrO4 und das Silber, liegt hier einwertig vor, also hat die Oxidationszahl plus 1. Und das ist auch Silber-1-Chromat, Ag2-CrO4. Das heißt, wir brauchen zwangsläufig zwei Silbernitrat-Teilchen, die mit einem Kaliumchromat-Teilchen reagieren. Und dann sind dann eben hier auch zwei Nitrat damit einhergehend. Und hier die beiden Kaliumionen sind vorhanden. Deswegen müssen wir hier noch eine 2 als Index davor schreiben, als Koeffizient davor schreiben, vor dem Kaliumnitrat. Das ist also die Reaktion, die am Umschlagpunkt stattfindet. Und das hier ist eine rot-braune Verbindung. Rotbrauner Niederschlag. Während des Silberchlorid war ein weißer Niederschlag. Wir können also schreiben, der erste Tropfen AgNO3 Überschuss
führt zur Bildung eines bleibenden rotbraunen Niederschlags. Jetzt könnte man aber fragen, woher bitteschön weiß das Silbernitrat, was ich zutropfe, dass es zu Beginn mit Natriumchlorid einen Niederschlag bildet und erst am Umschlagpunkt mit dem Kaliumchromat einen Niederschlag bildet? Weil schon zu Beginn habe ich ja das Kaliumchromat zugesetzt und obwohl das schon von Anfang an drin ist, findet bis zum Umschlagpunkt ausschließlich diese Reaktion hier statt. Und warum das eben so ist, das liegt an der Löslichkeit. Das Silberchlorid ist schwerer löslich als das Silberchromat. Und es gilt halt der Grundsatz, es bildet sich zuerst der schwerer lösliche Niederschlag. Und erst wenn kein Chlorid mehr vorhanden ist, um dieses sehr, sehr schwer lösliche Silberchlorid zu bilden, erst dann findet diese Reaktion statt. Also ich muss letzten Endes die Löslichkeit von diesen beiden vergleichen und ich behaupte, dass die Löslichkeit von dem hier geringer ist als die Löslichkeit von dem hier. Können wir gleich mal nach den Löslichkeitsprodukten schauen, um ob wir das eben an den Zahlenwerten erkennen können. Schreiben wir uns also gerade die Löslichkeitsprodukte auf. Ich habe jetzt die von Wikipedia genommen, aber Sie kommen zu dem gleichen Ergebnis qualitativ, wenn Sie die Werte nehmen aus Ihrem Tabellenbuch. Also das Löslichkeitsprodukt von Silberchromat ist bei Wikipedia angegeben. Mit Kl ist 1,1 mal 10 hoch minus 12 Mol hoch 3 durch Liter hoch 3. Und von Silberchlorid wird der Kl-Wert angegeben 1,77 mal 10 hoch minus 10 Mol Quadrat durch Liter Quadrat. Man achte, dass hier die Einheit eine andere ist als hier oben. Das hängt einfach damit zusammen, dass hier ein Teilchen aus drei Ionen zusammengesetzt ist. Also zwei Silber und ein Chromation und es ist ja ein Löslichkeitsprodukt, das heißt, die Konzentrationen, die werden ja entsprechend mal genommen und Mol pro Liter mal Mol pro Liter mal Mol pro Liter gibt zusammengefasst Mol durch Liter hoch 3. Hier besteht das Teilchen nur aus zwei Ionen und deswegen ist es eben Mol pro Liter mal Mol pro Liter und es gibt eben Mol Quadrat durch Liter Quadrat. So, wie gesagt, ich behaupte, dass das Silberchlorid schwer löslicher ist als das Silberchromat und deswegen bildet sich zuerst ausschließlich Silberchlorid und erst danach das Silberchromat. Aber jetzt könnte man meinen, das stimmt doch gar nicht. Wenn ich diese Werte hier anschaue, ist das Löslichkeitsprodukt von Silberchromat kleiner. Und man könnte jetzt oberflächlich meinen, okay, Löslichkeitsprodukt ist kleiner, also ist Silberchromat schwerer löslich als Silberchlorid. Dem ist aber nicht so. Sie dürfen nicht direkt diese Zahlenwerte miteinander vergleichen, weil die Zusammensetzung ist eine andere. Sie haben hier eine A2B-Verbindung und hier haben Sie eine AB-Verbindung. Und deswegen müssen wir da noch ein bisschen rumrechnen, um zu sehen, dass tatsächlich das schwerer löslich ist, das Silberchlorid, als das Silberchromat. Um das miteinander zu vergleichen, müssen wir nämlich erstmal die Löslichkeiten in Wasser berechnen von diesen beiden Salzen. Das haben wir schon im Unterricht gemacht und am allerliebsten wäre mir, wenn Sie jetzt auf Pause drücken, vielleicht nochmal in Ihren Unterrichtsunterlagen schauen. Und für diese beiden Salze mit diesen Löslichkeitsprodukten die Löslichkeit in Mol pro Liter berechnen,
in Wasser. Und dann werden Sie nämlich genau das sehen, dass diese Verbindung hier schwerer löslich ist als die hier oben, obwohl sie den kleineren, obwohl sie den größeren KL-Wert hat hier. Diese Zahl hier ist ja größer als diese Zahl hier. Also gerade auf Pause drücken und selber rechnen. So, beim Silberchromat geht die Rechnung folgendermaßen. Wir haben ja Silberchromat als Feststoff im Gleichgewicht stehend mit Silberionen und den Chromationen. Wie groß die sind, das wissen wir nicht, aber wenn wir sagen, die Chromationen haben die Konzentration X, dann wissen wir, dass die Silberionenkonzentration in dieser gesättigten Lösung doppelt so groß ist, also 2x beträgt, wegen diesem Koeffizientenverhältnis. So, und der KL-Wert, der ist ja nichts anderes als die Konzentration an Silberionen im Gleichgewichtszustand, also in einer gesättigten Lösung. Und die Konzentration, die haben wir hier als 2x definiert. Deswegen, also wir schreiben es vielleicht eher nochmal hin, die Konzentration von Silberionen ins Quadrat mal die Konzentration von Chromat. So ist ja das Löslichkeitsprodukt definiert. So, und die Konzentration von Silberionen ist 2x, das muss aber noch quadriert werden. Das heißt, da steht 2x ins Quadrat. So, mal die Konzentration von Chromat. Mal x. Mit x formuliert. Und das hier, das waren die Gleichgewichtskonzentrationen. Schreiben wir vielleicht noch hin. GG-Konzentration. So, das können Sie zusammenfassen. 2x² mal x. Und wie groß dieser Zahlenwert ist, das steht ja hier. Und deswegen können Sie dann mal x ausrechnen. Das ist nämlich die Konzentration an Chromat. Und wenn Sie diesen Wert durch 2 teilen, dann haben Sie die Konzentration an Silberionen. Und die wollen wir haben. Also die Konzentration an Silberionen, die im Gleichgewichtszustand vorliegt. Und auch die Konzentration an Silberchromat insgesamt, also auch dieses x. Rechnen Sie das also bitte mal aus. Und machen Sie, wenn noch nicht geschehen, und machen Sie genau das Gleiche auch noch für Silberchlorid, also völlig analog. Erstmal das Gleichgewicht aufstellen, das sind die Koeffizienten andere. Dann wieder mit x modellieren und mit dem Zahlenwert für Silberchlorid hier können Sie also auch dann wieder das x für Silberchlorid ausrechnen. Also spätestens jetzt, wenn noch nicht geschehen, auf Pause drücken und das in Ruhe erstmal alleine ausrechnen. Für das hier und für Silberchlorid auch. Für Silberchlorid sieht die Rechnung folgendermaßen aus. 2x² mal x ist ja 4x hoch 3. Und das entspricht ja dem KL-Wert. Und Sie müssen diesen KL-Wert, also 1,1 mal 10 hoch minus 12, durch 4 teilen und davon dann die dritte Wurzel bilden. Und dann bekommen Sie eben x raus. Und x entspricht der Chromatkonzentration. So haben wir das ja modelliert, hier oben. Und es entspricht... Und es entspricht gleichzeitig auch der Silberchromatkonzentration, weil das ist ja im Verhältnis 1 zu 1. Und deswegen habe ich geschrieben, x ist gleich C Chromat, ist gleich C Silberchromat, ist 6,5 mal 10 hoch minus 5 Mol pro Liter als Ergebnis. Die Konzentration an Silber, die ist doppelt so groß, nämlich 2x, die Gleichgewichtskonzentration einer gesättigten Lösung. Also bei uns gerundet 13 mal 10 hoch minus 5 Mol pro Liter. Oder 1,3 mal 10 hoch minus 4 Mol pro Liter. Beim Silberchlorid sieht die Rechnung analog dazu aus. Sie haben auch hier das Löslichkeitsgleichgewicht. Wenn wir das eine als x modellieren, ist das andere auch x, wegen dem 1 zu 1 Verhältnis. Und das Löslichkeitsprodukt ist ja immer so definiert. Die Konzentration der Ionensorten. Multiplikativ verknüpft, also bei uns x mal x oder x Quadrat, und das entspricht eben dem KL-Wert von dem Silberchlorid, und da können Sie dann auch x berechnen. X ist hier die Chloridkonzentration,
ist auch gleichzeitig die Silberkonzentration und ist auch gleichzeitig die Silberchloridkonzentration. Die ist also diesmal 1,33 mal 10 hoch minus 5. So, und Sie sehen, die Silberkonzentration einer gesättigten Silberchloridlösung ist ungefähr 10 mal niedriger als die Silberkonzentration einer gesättigten Silberchromatlösung. Ja, wenn man diese beiden Werte miteinander vergleicht, dann kann man erkennen, dass halt eben Silberchromat bezüglich des Silbers etwas besser löslich ist, um Faktor 10 besser löslich ist als die Silberionen. Und das heißt also, es ist wirklich so, dass zu Beginn erstmal das schwerer lösliche sich bildet, und das ist eben das Silberchlorid. Da ist die Sättigungskonzentration an Silber niedriger und das fällt dann früher aus sozusagen. Und erst wenn kein Chlorid mehr vorhanden ist, kommt es eben zu dieser Fällung von dem Silberchromat. Und deswegen können wir uns gerade zum Schluss noch aufschreiben folgenden Merksatz. Merke, die Sättigungskonzentration für Silber ist bei AgCl kleiner als bei Silberchromat. Folgepfeil, es ist schwerer löslich. Und fällt deshalb zu Beginn aus. Erst wenn kein Chlorid mehr vorhanden ist, fällt Silberchromat aus. So, und darauf baut ja unser Versuch, dass halt eben es erst am Äquivalenzpunkt sozusagen zum Farbumschlag kommt, erst dann bildet sich Silberchromat. Sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Wenn die Löslichkeiten andersrum wären, dann müsste man einen anderen Indikator nutzen. Also erst am Äquivalenzpunkt kommt es zum Farbumschlag. Genau. Ich hoffe, Sie haben alle mittlerweile die 1b alleine gerechnet. Ich mache deswegen mich auch nur relativ kurz hier die Nachbesprechung, zumal dies ja auch nochmal schriftlich zum Nachlesen gibt bei laborberufe.de. Also bei der Aufgabe b, da sollte man ja eben den Natriumchloridgehalt bestimmen. Wir haben 24 Gramm Maßlösung verbraucht und die hatte ja ein Gehalt von 2% an Silbernitrat drin. Deswegen habe ich von diesen 24 Gramm, die man verbraucht hat, 2% von ausgerechnet. Das sind 0,48 Gramm reines Silbernitrat, was man zugesetzt hat bis zum Umschlagpunkt. Und mit Hilfe der molaren Masse kann man die Stoffmenge ausrechnen an Silbernitrat, die man zugesetzt hat bis zum Umschlagpunkt. Und wegen dem 1:1 Verhältnis ist die Stoffmenge an Natriumchlorid genau die gleiche wie die an Silbernitrat.
Mithilfe der molaren Masse von Natriumchlorid kann ich also die Grammzahl berechnen, die eben in dem Gefäß drin war, wo ich die Titration durchgeführt habe. Das ist 0,1651 Gramm. So, jetzt muss ich das Ganze eben noch hochrechnen auf den gesamten Extrakt. Ich habe nämlich bei der Titration nur 51 Gramm Extrakt benutzt und titriert. In Wirklichkeit lagen aber 515 Gramm Extrakt vor. Ich habe also mit einem Aliquotenteil gearbeitet und ich habe das jetzt hier mit dem Dreisatz gerechnet. Man kann das auch mit dem Aliquotierfaktor machen. In 51 Gramm Extrakt ist also diese Masse hier enthalten. Wie viel sind dann im gesamten Extrakt drin? Also die Hochrechnung auf den gesamten Extrakt. Und da kann man eben das X ausrechnen mit diesem Dreisatz. Und im gesamten Extrakt sind dann 1,667 Gramm Natriumchlorid drin. Jetzt muss ich das Ganze bloß noch auf 100 Gramm Brezeln hochrechnen. Weil diesen gesamten Extrakt, den habe ich hergestellt aus 49 Gramm Brezeln. Ich will aber den Natriumchloridgehalt in 100 Gramm Brezeln wissen, deswegen muss ich es noch von 49 auf 100 hochrechnen. Also 49 Gramm Brezeln entsprechen dieser Masse. Wie viel entsprechen dann 100 Gramm Brezeln? Einfach entsprechend multiplizieren. Es ist praktisch fast das Doppelte oder nahezu das Doppelte, was da rauskommt, nämlich 3,4 Gramm Natriumchlorid oder eben 3,4%. Auf der Packung stand 3,7%, aber bei uns war die Extraktion dann nicht unbedingt vollständig. Außerdem haben wir nur eine Küchenwaage benutzt. Im Labor wird es natürlich viel, viel genauer möglich. Ich denke, die Auswertung von solchen Fällungstitrationen ist relativ einfach. Oft sind es 1:1 Verhältnisse, ist nicht besonders schwierig. Und Sie sollten bitte alleine die beiden nächsten Aufgaben bewerkstelligen, also die auf dem Arbeitsblatt hier. Die Aufgabe 2, auch Titration nach Mohr. Auch ein bisschen was mit Verdünnungsfaktor und so weiter zu berechnen. Und die Aufgabe Nummer 3. Bitte gucken Sie, dass Sie diese Aufgaben alleine lösen. Die Musterlösung finden Sie auch wieder eben hier zum Download. Ich bespreche die nämlich nicht jetzt nochmal extra nach.